Herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach. Und im heutigen Video sprechen wir darüber, was du tun solltest, wenn er deine Liebe einfach nicht erwidert. Es gibt so zwei Szenarien, in denen wir das erleben können. Es kann sein, dass du jemanden kennenlernst, ganz begeistert von demjenigen bist und er dir einfach nicht das gleiche Interesse zurückgibt. Und die Liebe, die du ihm entgegenbringst, einfach nicht erwidert. Und du dennoch trotzdem diesen Menschen permanent hinterherläufst. Das Gleiche gibt es aber auch in einer Partnerschaft. Eine Partnerschaft kann gut begonnen haben und dann mehr und mehr über die Monate oder auch Jahre entsteht so eine Situation, dass du das Gefühl hast, er liebt mich gar nicht. Also der bemüht sich gar nicht, der macht es gar nicht. Und auch hier, diese Liebe, die ich ihm gebe, wird nicht erwidert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was soll ich tun in diesem Kontext? Ich kann ja niemanden dazu zwingen, mich zu lieben oder mir das entgegenzubringen, was ich wirklich brauche. Und das ist leider zunächst einmal die Realität. Aber das bedeutet nicht, dass wir an dieser Stelle einfach aufhören und sagen, gut, dann hat sich das wohl an dieser Stelle erledigt. Sondern, wenn du vielleicht schon ein paar meiner Videos gesehen hast, wirst du wissen, dass sich meistens genau in solchen Situationen noch deutlich mehr versteckt. Und darauf will ich heute mit dir eingehen. Generell ist es so, dass Beziehungssackgassen immer ein Hinweis ist. Wir dürfen das Ganze nicht immer so oberflächlich sehen, dass man sich denkt, ah, okay, das klappt nicht, dann muss ich wohl irgendwo weiterziehen. Sondern sie sind immer ein Hinweis auf eine innere Dynamik, die sich quasi im Außen zeigt. Das heißt, und das ist halt nochmal das Ganze, auch etwas, was so häufig vorkommt, dieses Gefühl, ich werde nicht so geliebt, wie ich das bräuchte. Also dieses, da ist so ein Durst nach Liebe und es fühlt sich immer nach zu wenig an. Und besonders wenn dieser Durst so riesig ist, gerate ich dann auch häufig noch an Leute, die selbst nicht wirklich bindungsfähig sind, nicht wirklich liebesfähig sind, wo dann auch wirklich einfach nicht so viel emotional kommt. Und da hänge ich dann drin und kann dann irgendwie auch nicht wirklich raus, habe dann irgendwie auch die Sorge, wird es überhaupt irgendwo besser, vielleicht muss ich mich damit abfinden und hänge in dieser Sackgasse. Und diese Sackgasse ist da, weil sie dich mit einem ganz ursprünglichen Schmerz oder einem ursprünglichen Trauma in Kontakt bringt, nämlich, dass auch vielleicht früher schon nicht genug Liebe da war. Und das ist etwas, was du zuerst mal wieder für dich anschauen darfst. Wie war deine frühe kindliche Situation? Also, wie bist du aufgewachsen? Wie war es dort mit der Liebe und der Liebesverfügbarkeit? Hattest du Eltern, die wirklich liebesfähig waren, die wirklich interessiert waren daran, wie es dir geht, die wirklich daran interessiert waren, was du brauchst, die mit dir in Kontakt bleiben konnten, unabhängig davon, ob du wütend wurdest, ob du gut drauf warst, schlecht drauf warst, sondern die halt wirklich viel Kapazität für dich hatten? Und da gehe ich davon aus, dass es dir so geht wie einfach den meisten, dass das nicht der Fall war. Gerade noch die Generation, jetzt unsere letzte Generation, waren entweder die Nachkriegsgeneration oder diejenigen, die aufgezogen wurden von einer Nachkriegsgeneration. Beides stark traumatisierte Generationen. Und da war einfach ganz häufig, dass es darum ging zu funktionieren. Ja, und da war nicht so viel Platz für das, was du wirklich brauchst und dass du wirklich geliebt wirst und dich geliebt fühlst und was, sondern die kannten das ja selber gar nicht anders, sondern es ging eisern nur ums Überleben. Und das ist oft auch dann noch in uns verankert, dass wir auch da das Gefühl haben, so, pff, also es ist einfach nicht genug Liebe für uns da. Und wenn das dein Trauma ist, dein Liebestrauma sozusagen, was du mitbringst in Beziehung, wird sich das dort zeigen, dass du immer das Gefühl hast, da ist zu wenig Liebe, da ist zu wenig Nähe. Und das ist einfach ein im ersten Moment super schmerzhaft, aber im zweiten Moment extremst wertvoll für deinen eigenen Heilungs- und Entwicklungsprozess. Denn was so eine Konstellation mit sich bringt oder welche Chance es mit sich bringt, ist die Chance, sich damit zu konfrontieren mit diesem riesigen Schmerz und mich selbst zu sehen in diesem Schmerz. Den großen Fehler, den nur alle machen in diesem Moment, ist, dass sie immer weiter diesen Menschen hinterherlaufen, von dem sie sich diese Liebe, erhoffen oder eben ganz schnell in die Distanz gehen und sich denken, ach, ich finde es schon irgendwo anders, ja. Sich gar nicht davon berühren lassen, was das eigentlich mit ihm macht, ja. Oder im schlimmsten Fall noch mit irgendwelchen Manipulationstechniken beginnen, um den anderen irgendwie von sich zu überzeugen, sich irgendwie nicht melden oder irgendwie so ein Zeugs machen, ja. Das alles schießt am Ziel vorbei. Sondern es braucht zuerst mal die Konfrontation mit diesem Schmerz. Und das ist nicht angenehm. Diesen Schmerz darüber, oh, ich fühle mich gerade nicht geliebt. Und mal zu gucken, was passiert da in mir, wenn das stattfindet. Und erstmal im ersten Schritt wirklich mal zu gucken, woran mache ich das fest, dass ich nicht geliebt werde? Wie entsteht das denn? Was tut der andere oder was tut er nicht, wodurch ich mich nicht geliebt fühle? Und da wird es erstmal spannend, weil was bedeutet das überhaupt, sich geliebt zu fühlen? Was machen denn andere, dass wir uns geliebt fühlen? Und dann werden wir feststellen, dass es eine extrem subjektive Wahrnehmung ist. Manche fühlen sich geliebt dadurch, dass der andere ihm immer ganz viele liebe Worte sagt. Andere fühlen sich geliebt dadurch, dass der andere einem Geschenke macht, dass der sich Zeit für sich nimmt, über Körperlichkeit.
Und genauso kann es anders sein. Das heißt, was du brauchst, um dich geliebt zu fühlen, kann etwas ganz anderes sein, wie es bei dem Gegenüber ist. Und deswegen kann der andere davon ausgehen, so, nee, doch, ich liebe die schon und ich habe die gern und sowas, ja. Aber das kommt gar nicht bei dir an. Und hier kommt dieser wichtigste Faktor. Habe ich früh diese Prägung bekommen, dass dort zu wenig Liebe für mich da ist? Habe ich früh schon erleben müssen, dass zu wenig für mich Liebe da ist? Bildet sich wie ein Filter auf diese Welt. Und dieser Filter sagt immer, da ist zu wenig Liebe. Ich werde nicht wirklich geliebt. Ich reiche nicht aus. Ich bin nicht gut genug. Und alles, was dann im Außen stattfindet, wird in das Ganze eingeordnet. Ja, zum Beispiel, du hast jemanden neu kennengelernt und der sagt dir einfach ab. Und dann ist es gleich so, okay, der bringt mir jetzt gleich Interesse entgegen, der liebt mich nicht wirklich, hier passt irgendwas nicht. Oder in der Beziehung ist es eben so, dass der Partner ganz anders seine Liebe ausdrückt. Ja, eben nicht dadurch, dass er viel Zeit mit dir verbringt, sondern eben über Berührung oder, ne, oder vielleicht eben nicht über Berührung, sondern über irgendwas anderes. Aber was nicht deine Sprache der Liebe ist. Und dann löst das auch in dir wieder dieses Gefühl aus, oh, ich werde nicht wirklich geliebt. Und es wird wieder dieser Filter draufgelegt. Er liebt mich nicht wirklich. Er erwidert meine Liebe nicht wirklich. Ja, oh, das ist alles nicht genug für mich. Und was dann passiert, ist eben, dass du häufig genau in deiner Dynamik landest. Das heißt, das eine, was passiert ist, du schaust, was muss ich tun, wie muss ich sein, um geliebt zu werden, wie muss ich mich anpassen, oder du gehst in den Rückzug, oder du wirst aggressiv. Ja, es gibt viele Arten und Weisen, wie du damit umgehst. Auch das kannst du mal für dich erforschen. Wie mache ich das ganz genau? Ja, was passiert in dem Moment? Erstmal nochmal, um das nochmal vielleicht zusammenzufassen. Erster Schritt zu schauen, was findet statt, wodurch ich mich nicht geliebt fühle, oder was fehlt mir, wodurch ich mich nicht geliebt fühle? Und das Zweite ist, wie reagiere ich darauf? Ja, wie versuche ich diesen Schmerz für mich aushaltbar zu machen oder diesen Schmerz zu kompensieren? Und an dieser Stelle, wenn du in diese Kompensationsstrategie gehst, mal zu schauen, was passiert, wenn ich da drin bleibe, wenn ich mir erlaube, mal, dass dieser Schmerz auftaucht, dieser ganz frühe kindliche Schmerz, mal zu gucken, wie alt fühle ich mich darin, was für Erinnerungen tauchen da auf, was für Bilder tauchen daran auf, um mich mal selbst darin liebevoll zu sehen. Weil dieser riesige Hunger nach Liebe wird immer erst heilen, einmal, wenn es auf die richtige Fläche projiziert wird. Das heißt, wenn du wirklich siehst, ah nee, im Ursprung hat mir die Liebe meiner Eltern gefehlt. Das war das, was eigentlich die Wurzel des Ganzen war. Ja? Es geht ja noch gar nicht um den Partner. Also das ist das Erste, was so wichtig ist, zu gucken, wo ist der wirkliche Mangel, wo kommt der wirklich her? Und das Zweite ist, mich selbst zu lieben in diesen Momenten. Und das ist jetzt nichts Kompliziertes, sondern das würde eigentlich nur bedeuten, ich nehme Zeit zu fühlen, was das alles hier mit mir macht. Sich selbst zu lieben bedeutet bedingungslos mir zu erlauben, dass es mir so gehen darf, wie es mir gerade geht. Dass ich mich selbst sehe in dem, was gerade in mir stattfindet. Also meine Gefühle zulassen, ja, mich ist schon eine ganz, ganz große Form der Selbstliebe. Da brauchst du nicht irgendwelche Selbstliebe-Rituale, irgendeine Badewanne, die ich mir einlasse oder was. Das hat alles nichts mit Selbstliebe zu tun. Sondern es ist ein sehr, sehr praktischer, psychischer Prozess, was Selbstliebe bedeutet. Und auf diesem Weg wirst du aber merken, dass Widerstände auftauchen. Du wirst merken, oh, ich kann mich jetzt nicht einfach darin so liebevoll beachten, sondern das ist so ein, nein, aber er sollte doch. Ja, das kann immer wieder kommen. Ne? Das ist dieser Form des Widerstandes, dieser Kampf um die Liebe, ja, den du aber immer wieder und wieder verlieren wirst, wenn du ihn versuchst, über diese Art und Weise zu erreichen. Sondern es braucht ein zurückgeworfen werden auf mich und mich darin sehen. Und dann beginnt es überhaupt auch erst, dass du dich wirklich sichtbar machen kannst für den anderen. Dass du erstmal unterscheiden kannst und sehen kannst, warte, liebt er mich wirklich gar nicht? Oder brauche ich eigentlich was anderes, um mich geliebt zu fühlen? Dann kannst du nicht anfangen, dich darin zu zeigen, weil viele denken die ganze Zeit, ich fühle mich nicht geliebt und machen sich innerlich immer mehr aus dem Staub. Anstatt einfach mal zu sagen, hey Schatz, weißt du was, ich wünsche mir das. Ich will das. Ich brauche das. So, wäre das eine Option für dich? Stattdessen machen sie das die ganze Zeit so innerlich mit sich aus und verpieseln sich damit innerlich aus der Beziehung. Und genauso, wenn du jemanden kennenlernst. Vielleicht hat er Interesse an dir, ja, aber es ist noch ganz früh in eurer Kennenlernphase und du hast einfach viel zu hohe Erwartungen an denjenigen. Ihr habt euch zweimal getroffen und du erwartest, dass der schon sein ganzes Leben nach dir ausrichtet. Ja, das heißt, da ist so eine ungesunde Erwartungshaltung in der Kennenlernphase. Einfach, weil da so ein riesiger Durst nach Liebe ist. Ja, dass einfach diese riesige Sehnsucht, endlich von irgendjemandem diese Liebe zu bekommen, die im Ursprung gefehlt hat. Und sich damit wirklich auseinanderzusetzen und da wirklich hinzuschauen. Und dadurch verändert sich etwas. Und ich will dir ganz praktisch mal sagen, was dann passiert. Es passiert, dass du nicht so eine kleine Zecke wirst. Dass du nicht die ganze Zeit irgendwie um die Liebe kämpfst, aber genauso, dass du nicht unnahbar wirst, weil du dich immer distanzierst, sondern du bleibst verletzlich und du bleibst im Kontakt. Das heißt nicht, dass du alles mitmachst und so weiter, sondern dass du für dich einstehst. Und auch dadurch kommt dann das entgegen, was du dir wünschst. Weil erst wenn du dich wirklich mit dir selbst in Kontakt bist, kannst du dich wirklich sichtbar machen.
Dann kann der andere überhaupt sehen, ah, okay, das brauchst du. So geht's dir eigentlich. Und dann kann man anfangen, nach Lösungen zu schauen. Es wird nicht immer ganz flüssig und einfach gehen. Aber man kann sich immer mehr dazu hinentwickeln. Wir müssen uns verabschieden davon, dass irgendjemand hell sehen kann, was du brauchst, um dich geliebt zu fühlen. Dass irgendjemand hell sehen kann, was deine Bedürfnisse sind. Sondern das ist dein Job, dafür einzutreten. Und das Allerwichtigste zum Abschluss. Damit das wirklich zur Ruhe kommen kann, dieses Thema, brauchen wir diese Liebe. Wir brauchen diese Liebe, die uns im Ursprung gefehlt hat. Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist eine in gewisser Form bedingungslose Liebe, nach der wir uns sehen. Aber diese Liebe werden wir niemals in jemand anderem finden. Weil Menschen begrenzt sind und dadurch auch immer die Liebe, die sie entgegenbringen, begrenzt sind. Egal wie toll dein Partner ist, egal wie sehr er sich bemüht, es wird immer begrenzt sein. Und der einzige Weg, bedingungslose Liebe zu erfahren, ist die Selbstliebe. Selbstliebe ist die einzige bedingungslose Liebe. Weil ich da wirklich, je mehr ich an mir arbeite, immer mehr diese Fähigkeit etablieren kann, mit mir liebevoll zu sein. Unabhängig von dem, was ist. Ohne irgendetwas davon zu verlangen oder irgendwie mich selbst damit manipulieren zu wollen. Sondern wirklich eine tiefe, ehrliche Selbstliebe zu entwickeln. Und das ist ein Prozess, der bis zu unserem letzten Atemzug geht. Und dadurch kommen diese Themen aber Stück für Stück zur Ruhe. Aber nicht im Kampf im Außen. Und das musst du unterscheiden für dich. Und wenn du dir auf diesem Weg Unterstützung wünschst und denkst, ja, ich will daran wirklich arbeiten, ich will wieder zu mir finden, ich will nicht permanent diese Liebe im Außen suchen, ich will diese Themen in mir aufarbeiten, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, mit mir im Coaching zu arbeiten, wo wir durch einen mehrmonatigen Prozess gehen, nur zu diesen Themen, ja, und da wirklich Stück für Stück uns durcharbeiten. Und das ist in meinen Augen der größte Katalysator für eine wirklich erfüllende Partnerschaft. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Teile es gerne mit allen Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht gerade auch immer noch nach der Liebe suchen und vielleicht genau dieses Video gerade brauchen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das Ganze siehst, ja, wie du auch quasi die Liebe des Partners, für was ist er verantwortlich, für was nicht, was vielleicht für dich bedingungslose Liebe bedeutet oder ob du das genauso siehst wie ich. Würde mich sehr interessieren. Schreib das gerne mal unten rein. Und ansonsten, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest im Coaching, findest du, wie gesagt, alle Infos hier unter diesem Video. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Woche, im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.